Gibt es bei dir einen heimlichen Verehrer? Jemand, der dich toll findet, der auf dich steht und der sich aber nicht zu erkennen gibt? Schauen wir uns heute an mit dem Golden Tarot von der Cat Black. Ich bin gespannt, was sich zeigen mag. Und ja, ganz lieben Dank für all eure Likes, Kommentare, Abos. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich darüber immer sehr. Und ich mag euch noch kurz daran erinnern, wie immer, ne, immer dasselbe Sprüchel. Denkt dran, es ist eine allgemeine Legung, kann nicht auf jeden zutreffen. Schau immer genau hin, spür genau rein, ob das, was ich sage, tatsächlich auf dich zutreffen kann, ob es eine Situation beschreibt, ja, mit der du dich verbunden fühlst oder in Resonanz fühlst. Wenn du das Gefühl hast, das, was hier gesagt wird, passt überhaupt nicht, das kann gar nicht sein, dann schalte bitte aus. Mach dir nichts passend, was einfach nicht passend ist für dich. Ja? Und auch alles, was ich sage, geh genauso damit um. Ne? Das sind alles Geschenke, Tipps, Hinweise, die musst du nicht annehmen. So, ja, ich habe dieses wunderschöne Golden Tarot. Und wir schauen jetzt gleich mal, ob es da einen oder vielleicht gibt es ja auch mehrere Verehrer gibt. Und schauen dann auch, in welcher Beziehung die zu dir stehen, damit du auch ein bisschen einordnen kannst, wer kann das sein. Liebe lichtgeistige Welt, für meine Zuschauerinnen, für meine Zuschauer würde ich gerne wissen, gibt es dort heimliche Verehrer in deren Umfeld? Verehrerinnen. Da haben wir die Sechs der Schwerter. Die Königin der Münzen. Und die Drei der Stäbe. Also ich sage ganz klar ja, da gibt es jemanden. Ich habe jetzt hier die Königin der Münzen liegen, die natürlich erstmal als weibliche Energie stehen kann. Wenn du ein Mann bist, ist das vielleicht hier jetzt genau deine Legung. Es kann aber natürlich in einer allgemeinen Legung auch immer eine männliche Energie sein, ein König der Münzen. Ja? Die Energie, die Königsenergie aus dem Münzbereich ist immer eine Energie der Bodenständigkeit, der Stabilität. Da geht es um ja, materielle Sicherheit, da geht es um finanzielle Sicherheit, da geht es um Wachstum, da geht es um Versorgung, da geht es um ja, auch Naturverbundenheit. Jemanden, der handwerklich gut begabt ist, also alles, was man anfassen kann, sozusagen. Ja? Eignen sich im Grunde genommen auch sehr gut diese Energien für feste Partnerschaften, gerade auch wenn man an Familie denkt, weil es auch Energien sind, die in der Regel ja gut eine Familie versorgen können, egal ob jetzt der Mann in der klassischen Rollenverteilung hier noch unterwegs ist und das Geld heimbringt, aber die Frau, die dann einfach diese Mutterrolle noch lebt, ja, sich um die Kinder kümmert. Also das sind so diese klassischen Energien. Also da scheint es jemand zu sein, der in dieser Energie ist und der hier, der oder die, vielleicht noch nicht so lange in deinem Feld ist. Hier mit den Sechs der Schwertern, vielleicht ist das jemand, der gerade erst eine alte Beziehung verlassen hat. Ja, zum Beispiel, oder der vielleicht gerade erst in dein Umfeld gezogen ist oder in deine Firma gekommen ist. Königin oder König der Münzen kann auch immer für einen Chef stehen oder für einen Vorgesetzten oder Projektleiter, irgendjemand höhergestelltes. Ja? Und jemand, der aber hier auch in die Zukunft schaut, also jemand, der deine weitere Zukunft entweder miterleben wird oder sie mitbestimmen wird. Also kannst jetzt mal gucken,
Es kann hier sowohl auf den geschäftlichen Bereich oder beruflichen Bereich passen, als auch auf den privaten Bereich. Es kann auch hier sein, ich sage mal, das kann jetzt hier auch jemand sein, was weiß ich, jemand, der neu in den Verein gekommen ist, in dem du vielleicht irgendeine Aufgabe hast oder eine Rolle spielst. Und der hier auch in Zukunft, aber es muss schon jemand sein, der so ein bisschen eine tragende Rolle auch spielt. Also eine Königsenergie mit den Münzen ist nichts Kleines, ne? Also das ist nicht irgend so ein Mitläufer, jemand, der halt auch da ist, sondern das ist dann schon jemand, der auch eine wichtige und eine tragende Rolle übernimmt. Und zwar für die Zukunft, ja? Hier sind die drei der Stäbe, die stehen für die Zukunft. Schau mal, ob das für dich passen kann, ja? Ob du so jemanden kennst. Vielleicht ist dieser Mensch schon in deinem Leben, vielleicht kommt er jetzt auch erst in dein Leben. Na, Tarot hat ja keine Zeiten. Das kann also durchaus auch sein, dass du hier jemanden demnächst in deinem Leben hast. Das Schiff hier das Boot, Schiff sind ja immer für langsame Fortbewegung, langsamer Prozess. Ne? Und auch die Münzenergie spricht vom langsamen Prozess. Die Münzkarten sind immer die langsamsten Energien im Tarot. Also es geht langsam. Und vielleicht ist dieser Mensch gerade auf dem Weg zu dir. Ne? Und du kennst ihn auch vielleicht noch. Auch das kann sein in dieser Legung. In welcher Beziehung, werden wir mal konkreter, in welcher Beziehung wirst du diesen Menschen kennenlernen? In Bezug zu dir, ne? Wirst du diesen Menschen kennenlernen oder kennst du ihn vielleicht auch schon? Wie gesagt, das mag jetzt durchaus eine Reisegruppe geben, die sagen, ja, den kenne ich, den kenne ich. Der ist gerade, hat gerade bei, oder ist gerade bei mir nebenan eingezogen, ne? Und es kann auch welche geben, die sagen, da kann ich noch gar nichts damit anfangen, weil diese Energie gerade erst kommt. Wer ist das in Bezug auf dich? Was ist das für ein Mensch? Oh, schau mal her. Jetzt kommt auch noch der König der Münzen. Also es kann jetzt tatsächlich sein im beruflichen Bereich, dass es sich wirklich um einen Chef handelt. Oder jemand, der, was weiß ich, das Haus gekauft hat. Oder die Wohnung gekauft hat, in der du wohnst, also ein neuer Vermieter, ne? Weil Münze stehen immer auch für Geld, Miete, Geld. Oder es ist jemand, der sich hier im Sinne von Ehe, Partnerschaft, feste Verbindung anzeigt. Ja? Dann hätten wir hier wieder das Power Couple. Ihr dreht es euch bitte so rum, wie ihr es braucht. Also das dürft ihr euch bitte so rumdrehen. Ihr sollt euch nur die Situationen nicht passend machen. Aber die Energien, das kann hier genauso jetzt auch der König, also die männliche Energie sein und das die weibliche. Aber wir haben auf jeden Fall hier das Power Couple. In welcher Beziehung zeigt sich dieser Mensch zu dir? Dann haben wir die vier der Kelche. Und die Mäßigkeit. Das kann also jetzt jemand sein, der eine sehr starke Energie hat, der sich dir gegenüber aber erstmal so benimmt, als hätte er kein Interesse oder du seist ihm nicht wichtig oder so lala, ja, also jemand, der ja kein eindeutiges Interesse an dir zeigt. Also wenn du sein Verhalten auf dich wirken lässt, dann würdest du erstmal sagen, der hat kein Interesse an mir. Er zeigt sich vielleicht eher ablehnend, ja? Zurückhaltend, nicht interessiert an dir als Person. Ist denn das tatsächlich so? Ist dieser Mensch tatsächlich nicht interessiert? Oder ist das nur eine Masche? Oder versucht er sich hier zu verstecken?
Wieso zeigt er sich hier so uninteressiert? Da haben wir die Gerechtigkeit. Das Ass der Kelche. Und die Königin der Kelche. Das kann jetzt zweierlei heißen. Also es kann jetzt heißen, dass er auf der einen Seite vielleicht wirklich dein Chef ist und es nicht angemessen findet, sich dir gegenüber hier auf einer emotionalen Ebene zu zeigen. Ja? Also sowas wie heimliche Gefühle, die man aber nicht leben kann, leben möchte, weil man es nicht standesgemäß empfindet. Es kann auch sein, dass es hier noch eine andere Person gibt. Eine andere Person im Sinne von Partnerschaft, also wenn es hier jetzt tatsächlich im privaten Bereich wäre und du hättest hier diesen Mann kennengelernt, im privaten Kontakt, dann kann es sein, dass es hier noch eine andere Frau gibt, mit der er noch verbunden ist, wo es aber scheinbar nicht mehr so passt. Ne? Also wenn hier schon die Gerechtigkeit liegt, dann gibt es hier Unstimmigkeiten, dann ist hier die Liebe mehr noch auf ihrer Seite zu sehen, aber bei ihm nicht mehr. Dann ist es jemand, der sich gerade eben aus einer Partnerschaft verabschiedet und die andere Seite, seine Partnerin, ihn momentan noch nicht loslassen möchte. Und er jetzt hier deswegen noch nicht in etwas Neues einsteigt, dieses Neue aber schon im Blick hat. Also er sieht dich schon, er fühlt dich schon, er lässt dich aber noch nicht spüren, weil er noch in einer Geschichte ist, die noch nicht für ihn noch nicht abgeschlossen ist. Oder emotional vielleicht abgeschlossen ist, aber im Außen noch nicht. Was denkt denn dieser Mensch über dich? Was sind denn seine Gedanken zu dir? Der Teufel. Das heißt maximale Anziehung. Die 9 der Schwerter, der kann an gar nichts anderes mehr denken. Und das Ass der Schwerter. Schaut dir mal das an. Da ist jemand, der fühlt sich von dir massiv angezogen. Ich gebe zu, natürlich hier auch vor allem körperlich. Ja, weil der Teufel steht für körperliche Anziehung und der steht auch immer für ein bisschen, nicht nur für ein bisschen, je nachdem, auch für was Ungesundes. Ja? Etwas, was vielleicht auch verboten ist. Ne? Also kann dann wirklich sein, dass dieser Mann verheiratet ist oder in einer festen Partnerschaft steckt, aber hier in der Nacht nur noch von dir träumt. Das ist ihm auch bewusst. Ne? Es ist ihm bewusst, dass das hier nichts Gesundes ist, was er für dich empfindet. Dass das nicht sein sollte. Also so wie jemand, der so am verbotenen Apfel naschen will. Seine Gedanken drehen sich nur um dich. Und ich bin da ganz ehrlich, auch der hat auch hier ganz klar sexuelle Vorstellungen. Und ja, und was er mit dir alles anstellen würde und machen könnte und am liebsten tun würde. Sind da auch sonst noch Gefühle da? Was empfindet der Mann denn für dich jetzt auf einer Gefühlsebene? Was empfindet er auf einer Gefühlsebene? Oh je, da kommt der Mond. Steht wieder für Dunkles. Dann die 7 der Schwerter. Und die 8 der Schwerter. Also er sagt mir hier nicht direkt, was er jetzt auf einer emotionalen Ebene für dich empfindet. Was er mir hier sagt, ist, dass er für dich eine Leidenschaft empfindet, eine sexuelle Anziehung, eine körperliche Anziehung.
die zum einen was Verbotenes hat, die zum anderen aber auch, wo er am liebsten wegrennen würde, er aber nicht weiß, wie er damit umgehen soll, dass ihm das sogar Angst macht. Also wenn du jemanden kennst, einen Mann zum Beispiel, der dir vielleicht nicht in die Augen schauen kann, der vielleicht immer schaut, dass ihr nie alleine seid miteinander, ja? Der dir aus dem Weg geht, der schaut, dass er möglichst mit dir nicht viele Gespräche führen muss, dann heißt es nicht, dass dieser Mann dich tatsächlich nicht mag. Na, also er lebt hier, wie ich schon sagte, nach außen gibt er sich ablehnend, weil der vor dir wegrennt, weil du den so triggerst auf einer sexuellen Ebene, dass der Angst hat, wenn der mit dir allein in einem Zimmer wäre, dass der womöglich über dich herfällt. Das ist jetzt kein Scherz. Also diese Karten sind ja echt der Hammer. Und das Problem ist, er weiß gar nicht, damit umzugehen. Vielleicht ist es so, dass es eine Situation ist, die ihr wirklich auch nicht groß jetzt verändern könnt. Vielleicht ist es wirklich dein Vorgesetzter, ja? Oder vielleicht ist es ein Nachbar oder so, der dann umziehen müsste, ne? Wer auch immer das ist, empfindet eine extreme körperliche Anziehung, die schon etwas Verruchtes hat, etwas Dunkles hat. Der hat Wünsche und Träume dir bezüglich im Kopf, was er mit dir anstellen möchte, die einfach nicht mehr auf einer gesunden körperlichen, also mit gesunder körperlicher Liebe nichts zu tun haben. Er bewertet es selber so, ja? Er bewertet es selber so, kann natürlich auch sein, weil er weiß, dass er eigentlich hier in einer Partnerschaft ist. Und wenn du dir mal diese Königin der Kelche anschaust, in diesem Deck, die hat ja schon auch ein bisschen den kritischen Blick. Vielleicht ist ihm die auch schon auf die Schliche gekommen, spürt hier auch schon das eine oder andere. Und es gab deswegen hier auch schon Streitereien. Also für diese Situation gibt es eben beide Möglichkeiten. Entweder du kennst diesen Menschen schon oder er kommt demnächst in dein Leben. Was hat er denn jetzt vor dir gegenüber? Was wird dieser Mensch dir gegenüber tun? Was hat er vor in deine Richtung? Die 5 der Kelche. Ja, er kann dich nicht haben. Er weiß, er kann dich nicht haben. 5 der Kelche, 7 der Stäbe, die Abwehr. Und der Page der Stäbe. Also er hat gar nichts vor in deine Richtung, nichts Aktives. Ja, er wird weiterhin hier in der Abwehr bleiben, er wird weiterhin hier im Mangel sein, dessen, dass er genau weiß, dass er das, was er sich hier wünscht und vorstellt, was vielleicht auch gar nicht so gesund ist, dass er das nicht haben kann und dass er auch gar nicht die Macht dazu hat, hier etwas zu verändern. Der Page der Stäbe, der kleine Junge, der zwar gerne was hätte, der aber gar nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass er das bekommt. Also er wird eher versuchen, ihn weiterhin ablehnend zu sein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das ein Mensch ist, der sich dir gegenüber wirklich sehr ablehnend verhält und du denkst, sag mal, ich habe doch dem gar nichts getan, warum verhält sich der mir gegenüber so? Naja, genau deswegen, weil er sonst wahrscheinlich seine eigenen Impulse nicht mehr in seiner Gewalt hätte. Es ist ja oft nicht so, wie es scheint, ja? Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film Das letzte Einhorn gesehen habt. Das ist ja eigentlich ein Trickfilm, wo es auch um Gut und Böse geht, ja? Wo es darum geht, dass die dunkle Seite, das letzte Einhorn, also das, was für die Liebe steht, für die Reinheit steht, sozusagen, töten möchte. Und ich habe diesen Film früher sehr gerne mit meinen Kindern angeschaut. Das ist ein unheimlich tiefer Film. Und da gab es einen Spruch, der ist mir so im Gedächtnis geblieben. Der Schein trügt immer. Der Schein trügt immer.
Also achte mal drauf, das fällt mir hier dazu einfach ein. Dieser Mann ist ganz anders drauf innerlich, als er sich dir gegenüber zeigt. Und du würdest Stein und Bein schwören, dass der nichts von dir will, dass er dich vielleicht sogar eher ablehnend behandelt, dass er dich eher so behandelt, als würde er dich nicht mögen. Und das ist reiner Schutz, das ist Selbstschutz. Wow, was für eine Legung. Ich würde jetzt gern zum Abschluss noch wissen, wie du dich denn verhalten solltest. Wie solltest dich du diesem Mann gegenüber verhalten? Der Page der Kelche, die 9 der Stäbe und die 5 der Schwerter. Also, was sie dir hier raten, ist auf der einen Seite ein Mindestmaß an Freundlichkeit, ansonsten von dir aus nichts Aktives, ja, nicht im Sinne von, dass du hier irgendwas, dass du ihn hier irgendwie reizt noch zusätzlich, ja. Also am besten friedlich, Schwert niederlegen in dem Sinne, dass du nichts Aktives tust, dass du bei dir bleibst, dass du passiv bleibst, dass du ihm aber durchaus auch vermitteln kannst, dass du ein verletzlicher Mensch bist, dass er hier einfach auch, denn er hat als König der Münzen, der hat sehr wohl Werte. Der König der Münzen hat ja nicht nur äußere Werte, der hat auch meistens sehr stark innere Werte. Ne? Das heißt, für ihn ist es auch so, dass er nicht nur weiß, dass er hier selbst etwas zu verlieren hat, sondern du darfst ihm hier durchaus auch zeigen, pass mal auf, ich will mich von dir nicht verletzen lassen, ja? Ich will mich von dir nicht zerstören lassen, ich will mich von dir nicht in irgendeiner Art und Weise behandeln lassen, die meiner nicht würdig ist oder die mich klein macht, die mich verletzt, die mich schädigt. Wie du das machst und mit welchem, ob da Worte dafür nötig sind, ich glaube, wenn du dich zurückhaltend verhältst und ihm möglichst keine Anknüpfungspunkte gibst, dann ist es wahrscheinlich am allerbesten. Ja? Also bleib zurückhaltend, bleib bei dir, lass dich hier nicht in etwas reinziehen, was dich tatsächlich sehr verletzen könnte. Denn Könige der Münzen verlassen nur sehr selten ihre Partnerinnen. Na, es gibt es natürlich, ist klar, gibt es. Aber diese Energie zeichnet ja die Beständigkeit aus. Das heißt, die sind in der Regel, die bleiben. Das heißt nicht, dass die nicht ihre Frau auch mal betrügen. Das heißt es nicht. Aber sie verlassen ihre Ehefrauen oder ihre Partnerinnen in der Regel nicht. Ja, man kann dazu stehen, wie man will und ob man das richtig oder falsch findet. Ich sage nur, von der Energie her sind es eher Männer, die bei ihren Partnerinnen bleiben. Das heißt, solltest du dich von diesem Mann auch getriggert fühlen und hier womöglich in irgendeine ungesunde Affäre einsteigen, dann gebe ich dir jetzt schon Brief und Siegel, wirst du diejenige sein, die hier als die 9 der Stäbe rausgeht. Als jemand, der verletzt ist, und zwar richtig, das würde ich dir nicht empfehlen. Lass dich mit diesem Mann besser nicht ein. Und akzeptiere das, was er dir hier anbietet, nämlich diese Ablehnung und die Mäßigkeit. Spiel es mit ihm weiter, wenn du kannst. Ja, geh ihm aus dem Weg. Wenn du auf ihn triffst und mit ihm zu tun hast, dann sei höflich. Also diese oberflächliche Höflichkeit, ja, die man einfach Menschen gegenüber so bringt, die einem ja vielleicht auch nicht groß jetzt was bedeuten oder mit denen man nur beruflich oder geschäftlichen Kontakt hat. Aber lass dich hier auf nichts ein. Das ist hier wirklich der dringende Rat von oben. Du wärst die Verliererin letztendlich. Ja? Du kannst die 5 der Schwerter auch als Verliererkarte sehen. Na, bei den 5 der Schwertern gewinnt niemand.
Pui, das war ja mal wieder eine Legung. Wahnsinn. Also, ich wünsche dir alles Liebe. Pass gut auf dich auf. Ja, pass gut auf dich auf. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao, tschüss.